Ich begrüße Sie ganz recht herzlich zu diesem Video, präsentiert von www.garten-productions.de. Wir werden heute Ihre mentalen Fähigkeiten etwas auf die Probe stellen. Jetzt werden Sie sagen, mentale Fähigkeiten, schon mal was davon gehört, aber bei sich selber noch nicht so richtig entdeckt. Sie haben mentale Fähigkeiten. Ich werde Ihnen das heute beweisen, wie ich das in anderen Videos auch schon gemacht habe. Und heute haben wir mal wieder ein ganz exklusives Live-Experiment, an dem Sie teilnehmen können. Ich möchte Sie jetzt bitten, bitte nicht die Kommentare zu lesen zu diesem Video. Das könnte Einfluss auf Ihr Ergebnis nehmen und das wäre nicht gerade fördernd für das Live-Erlebnis, wofür GP ja nun mal steht. Sollten Sie sich unwohl fühlen, auch dann brechen Sie bitte jetzt dieses Video ab und schauen Sie lieber morgen nochmal rein, wenn es Ihnen wieder etwas besser geht. Weil wie gesagt, das Live-Erlebnis, das kann Ihnen niemand wiedergeben, wenn Sie das jetzt halbherzig machen. Sollte sich jemand in Ihrer Nähe befinden, der das vielleicht lustig findet, Sie dabei beobachten möchte und Sie sich aber auch unbehaglich fühlen, auch dann lassen Sie es bitte sein. Entweder versuchen Sie dann mit dem Partner, der da gerade irgendwo rumsitzt, dieses Experiment zusammen durchzuführen, jeder einzeln, aber für sich natürlich, ohne sich abzusprechen, oder Sie machen es wirklich alleine. Ich wiederhole es nochmal, das Live-Erlebnis, das kann Ihnen im Endeffekt niemand mehr wiedergeben. Wenn Sie das Video einmal gesehen haben, egal ob das später noch funktioniert oder nicht, Sie werden sich auf jeden Fall ärgern, umso überraschender ist dann natürlich jetzt das Ergebnis. Also ich hoffe, Sie sind jetzt für sich alleine und auch konzentriert, dann können wir mit dem Experiment auch anfangen. Sie sehen aktuell eine Raute eingeblendet, eine Raute mit Schildern, wo Wörter draufstehen. Da könnten jetzt auch ganz normale Abbildungen wie ein Auto, ein Haus, eine Blume und so weiter oben sein. Wir haben das Garten Productions technisch etwas umgerüstet und auf unseren aktuellen Kanal etwas zugeschnitten. Wir bitten da um Verständnis. Ich fordere Sie nun auf, an eine Zahl zwischen 5 und 15 zu denken. Beachten Sie bitte, es ist die letzte Möglichkeit, um jetzt noch in das Experiment einzusteigen. Also wer jetzt wirklich dran teilnehmen möchte, denken Sie an eine Zahl zwischen 5 und 15. Eine beliebige Zahl zwischen 5 und 15. Bitte sagen Sie die auch nicht weiter, behalten Sie diese für sich im Kopf. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich die Zahl vor. Sehr gut. Ich bitte Sie nun, Ihre Augen wieder zu öffnen und Ihren Zeigefinger auf den Bildschirm zu legen. Und zwar genau an die Stelle, an der sich das X bzw. das Kreuz befindet. Keine Angst, der Bildschirm beißt nicht, zur Not können Sie da auch mit einem Lappen drüber gehen. Legen Sie Ihren Zeigefinger genau auf das X. Sehr gut, ich hoffe, Sie haben Ihre Zahl nicht vergessen, denn wir werden jetzt abzählen. Sie sehen da die beiden Kreise und einen Pfeil. Der Pfeil zeigt die Richtung, in die wir jetzt zählen werden. Ich nehme jetzt als Beispiel mal die 9. Ich habe meinen Finger auf dem X und zähle jetzt die 9 ab. 1, der erste Kreis, 2, der zweite Kreis, 3, Magier, 4, Stammzuschauer, 5, Entertainer, 6, Kritiker, 7, Team GP, 8, Spammer, 9, Fan Nummer 1. Welche Zahl haben Sie gewählt? Entweder Sie zählen weiter oder wieder zurück. Sie müssten nun die Position Ihrer Geheimzahl bestimmt haben. Bitte lassen Sie an dieser Stelle den Finger auf dem Bildschirm. Ich bitte Sie nun, in die andere Richtung zu zählen. Zählen Sie den Wert Ihrer Geheimzahl in die andere Richtung. Sehr gut. Egal auf welchem Schild Sie sich jetzt auch befinden, ich bitte Sie, Ihren Zeigefinger an genau dieser Position auf dem Bildschirm zu lassen. Ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass Sie nicht zu der Gruppe der Honks gehören. Und Sie sind kurioserweise auch nicht gerade der begnadetste Stammzuschauer. Von Kritiker kann man bei Ihnen ebenfalls nicht sprechen. Und mir fällt ein Stein vom Herzen, dass Sie kein Groupie sind. Ich fordere Sie nun nochmal auf, egal wo Sie sich jetzt befinden, viermal weiterzugehen, egal ob nur im oder gegen den Uhrzeigersinn. Zählen Sie viermal weiter. Sehr gut. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie auch kein Spammer sind. Und ich finde es auch richtig klasse, dass wir es hier mit keinem Hater zu tun haben. Allerdings sind Sie auch kein Fan Nummer 1.
Ich bitte Sie nun, sich nochmal zu konzentrieren. Konzentrieren Sie sich bitte auf das Schild, wo Sie sich gerade befinden. Konzentrieren Sie sich. Senden Sie mir Ihre Gedanken. Auf welchem Schild befinden Sie sich? Es ist mir eine Ehre, Sie als neuestes Mitglied im Team GP begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, dieses Experiment hat bei Ihnen funktioniert und Sie haben Spaß daran gefunden, an weiteren Experimenten teilzunehmen. www.garten-productions.de dürfte dafür die richtige Adresse sein. Und habe ich Ihnen zu viel versprochen, in jedem von uns stecken mentale Fähigkeiten, sie warten nur darauf, entdeckt zu werden. Und denken Sie daran, der Geist ist größer als der menschliche Körper. Nutzen Sie diesen Vorteil, um Ihr Leben so zu gestalten, wie Sie es selbst möchten. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und vielleicht sehen und sprechen wir uns ja irgendwann nochmal wieder. Tschüss, bis dann.